Nachbarschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist die mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich danke dir. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich, wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Thank you.
ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Wie wär's damit? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Einverstanden. Hör gut zu. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Einverstanden? Das ist zu wenig. Oh, das ist ein vernünftiger Preis.
Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ich kümmere mich um die Verwundeten, wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Wenn du für die Kranken nichts hast, könntest du doch wenigstens das Bankett hier abhalten. Niemand spricht in diesem Ton mit mir. Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren... Guten Tag. Weißt du, wo ich den Meistergraveur finde? Ja, er hat eine Werkstatt in der Nähe des Klosters. Hey, pass auf!
Gott sei mit dir. Hast du zufällig Arbeit? Tja, wenn ich so drüber nachdenke, es gäbe da eine Sache. Kürzlich kam so ein heiliger Mann vorbei. Er hat behauptet, er käme aus dem Heiligen Land und hat Relikte verkauft, die er auf seinen Reisen gesammelt hat. Verstehe. Jedenfalls habe ich gehört, er hätte Bruchstücke eines Schwertes, das einst der berühmten tschechischen Königin Saba gehört hat. Aber als er bei mir ankam, war kein einziges mehr übrig. Er hatte nur noch zwielichtige Waren, wie Splitter vom Kreuze Jesu, Dornen seiner Krone. Nichts, was mich interessiert. Und wer hat die Bruchstücke des Schwertes nun? Er hat sie an die Schmiede in der Gegend verkauft. Sie haben sie bloß zu Hause rumliegen als Glücksbringer. Wenn ich alle hätte, würde ich das Schwert zusammensetzen. Kannst du dir vorstellen, welche Macht es hätte? Wenn du mir alle Teile besorgen kannst, werde ich dich reich belohnen. Sicher, dass die Königin von Saba Tschechin war? Was soll sie sonst gewesen sein? Sagt dir der Name nichts? Frag einen Pfarrer, sie kommt in der Bibel vor. Aha. Ist es nicht seltsam, dass ein Pilger etwas so Wertvolles bei sich hat? Willst du damit sagen, er lügt? Nun, den Leuten kann man nicht trauen, aber darüber macht man keine Witze. Gott würde ihn von der Erde tilgen, wenn er heilige Relikte verunglimpfen würde. Welche Macht wohnte dem Schwert inne? Was sonst? Es brachte seinem Träger Glück und schützte sie in der Schlacht. Wo sind die Bruchstücke? Wie gesagt, die Schmiede hier haben sie gekauft. Angeblich hat der Schmied aus Ratai das Größte. Der Bastard wird es vielleicht nicht verkaufen wollen. Aber wenn du es stibitzen könntest... So ein Schwert könnte ich gebrauchen. Verkaufst du es dann? Tja, das wird dich was kosten. An die Bruchstücke zu kommen ist eine Sache, aber sie zusammenzusetzen eine ganz andere. Der Pfuscher aus Ratai brächte das nicht fertig. Klingt interessant. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Ausgezeichnet. Du wirst es nicht bereuen. Ich zahle gut. Thank you.
Gelobt sei Jesus Christus. Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Bist aus Scarlett's, nicht? Dann kennst du sicher Matthäus und Fritz. Den zwei müsste mal einer ein paar Manieren einbläuen. Treiben nichts als Unfug und die Leute haben die Schnauze voll von denen. Und da ist noch etwas. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaub ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Mehr fällt mir nicht ein.